Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War Barbarian Invasion, die imperiale Kampagne mit den Sachsen. Ich habe jetzt gerade eben erst gemerkt, dass hier eine riesige keltische Armee gelandet ist. Das ist jetzt quasi so die keltische Invasion hier in Gallien und da müssen wir mal echt aufpassen. Ja, Meister. Die werden uns wahrscheinlich gleich ganz schön platt machen wollen. Erstmal gucken wir. Wir haben ja jetzt gerade auch Krieg mit den Alemannen. Dass wir uns da etwas behaupten können. Wir haben unsere... Ja, Meister. Wie heißt es nochmal? Wir haben unsere Rüstungsproduktion, unsere Kriegsproduktion ein bisschen umgestellt. Bewegung! Es geht nicht weiter. Und, Ja, ja. Keine einfache Sache, das da. Wird ganz schön fies und das ist ganz schön hinterhältig, muss ich sagen. Herr? Ich will meinen Spion aber nicht hier raus zurückziehen. Stattdessen ziehen wir den hier mal zurück. Wir können nicht weiter. Und ich war jetzt gerade dabei, den Franken zu Hilfe zu eilen, hab das nicht gesehen und hab meine Armee hier schon weiter rüber bewegt. Sonst hätte ich natürlich hier in Samarub rüber angegriffen. Das ist halt echt total kacke. Aber okay, wir werden unseren General aber rausholen. Ja. Ich will den nicht da drinnen haben. Denn ich will nachher auf jeden Fall die Generalseinheit kommandieren dürfen. Ja. Häuptling. Und deswegen lassen wir nur die Bauern da drin. Bewegung. Wir sind schon auf niedrig. Naja, trotzdem. Ein bisschen Aufstand vielleicht, aber... Befehle. Stoßt vor. Befehle. Okay. So, hierhin Stoßt geht's. Vor. Boah, Alter, Kralsritter, cool, die holen wir. Keine Ahnung, was sie können, aber die sehen aus wie Kataphrakten. Kampfbonus im Schnee, ausgezeichneter Kampfgeist, können Keil bilden. Kann ohne Befehl vorstürmen, gute Ausdauer. 31 Rüstung, 15 Angriff, das ist mal ein krasser Motherfucker. Veterani-Söldner, nicht so unbedingt. Die Veteranen-Söldner, die können wir nur nehmen. Und die sind auch ziemlich übel. So. Und, was können die hier? Das sind 1200 insgesamt. Die holen wir uns auch noch. Okay, wir brauchen hier eine Full-Stack-Army, wenn wir gegen die Leute ins Feld ziehen. General! Alles klar. Soweit dann erstmal hier mit. Und, ach so, ja, okay. Und ganz vergessen, das hier abzuspeichern. Na. Speichern wir das mal ab. So, nächste Runde. Seid gegrüßt. Was wolltet ihr uns bieten? Nix wollte ich euch bieten. Ordentlichen Tritt in die Schnauze. Nein. So, gut. Da wird belagert. Alles klar. Eine Belagerung. Und schon sind die Leute glücklicher irgendwie. So scheint es. Aufstand in Samarop River. Ah, da ist ein Agent drin, oder was? Nö, komisch. Befehle? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Befehle? Vier Einheiten gehen noch. Was machen wir dann doch nicht? General. Dann. Leute, wir haben so viel Geld, wir holen uns die hier auch noch. Vorwärts! Maschinen hier zu und greifen die nächste Runde an. Wir sind da zwar nicht Full Stack, aber fast. Okay, hier bauen wir dann mal nix. Sondern lassen die Leute in Ruhe. Und dann holen wir uns mal... Rundenbericht. Ja, okay, gut. Nee, das können wir uns eigentlich leisten. So, in Köln bauen wir dann den Markt. Und dann bauen wir noch in Kiel. Hier haben wir die Hundertenhalle, dann bauen wir jetzt direkt die Axtkämpfer. Wow, Elite-Axtkämpfer und sächsische Burgtruppen. Also, beherrschen Schildmauer, Kampfbonus in Wäldern oder Schnee, guter Kampfgeist, gute Ausdauer, beherrschen Tunnelbau 24. Und Elite-Axtkämpfer. Die haben kein Schild, das ist das. Mhm. Schlachtruf verbessert, effektiv gegen Panzerung, Kampfbonus, schön, guter Kampfgeist, gute Ausdauer. Okay, nehmen wir die mal. Die wolltet ihr ja auch sehen, habe ich gehört. Dann rekrutieren wir die Burschen doch.
Warum auch nicht? So, als nächstes bauen wir eine Farmgemeinschaft. Und wir holen uns nochmal eine Einheit Speerträger. Genauso wie hier. Ja. Den sächsischen Kiel. Ja. Den da mal weg. Marschieren. Ja, ist klar, ne? Direkt vor der Nase. General. Was für ein Schund. Okay, scheinen aber auch nur Bauern zu sein. Ja, komm dann. Nur du hier mit hin und gehst mal hier hin. Stoßt vor! Häuptling, General, Befehle? Ja. Diplomatische Informationen. Kelten und Sachsen sind jetzt im Krieg miteinander. Ja, ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Geschickt gemacht, Leute. Oder beziehungsweise einer von euch hat es mir gesagt, dass es die gibt, aber dann müssen wir mal gucken, wo die sind. Und warum kämpfen die nicht gegen die Römer? Keiner will gegen die Römer kämpfen. Aber die Römer wollen unbedingt gegen mich kämpfen. Aber wir fahren denen mal hinterher. Wir fahren denen mal hinterher. Wahrscheinlich sind die hier oben. Ja, Meister. Ja, spielen die mal aus. Beobachte. Boah, was bist du so schlecht, Junge, ey. Ja. Furzus ist gestorben. Okay. Nee, ich lass den Jungen da unten. Herr. Ich rede mit Ihnen. Achso, erstmal gerade gucken, was bist denn du für einer? Ich rede mit Bestechung. Ihnen. Ja, machen wir. Gut, okay. Was haben wir noch so? Bleib mal hier in der Nähe. Sofort. So, Krieg mit. Mit den Alemannen noch nicht. Da ist nur das Bündnis zu Ende. Schön, okay. Gut zu wissen. So, jetzt wird's noch ein bisschen aufwendiger. Zu Diensten. Ja, geh mal hier runter. In Bewegung. Muss jetzt hier unten noch ein weiter bisschen mehr nach alemannischen nicht. Truppen Ausschau halten. Wir können nicht weiter. Ja. Also, wir haben hier Truppen, die für einen Kriegseinsatz gedacht sind. Wir gehen jetzt mal hier hin. Bewegung! Dann gehen wir hier mit dem Steuersatz mal auf hoch. Das ist ja auch durchaus in Ordnung. Häuptling. So, dann geht ihr mal nach Augusta Treverorum. Stoßt vor! Okay, und jetzt haben wir hier General. Häuptling. Unseren General. General. Häuptling. Häuptling. Der kann dann eigentlich noch eine Runde auf diese Axtkämpfer warten. Da haben wir noch eine coole Nahkampfeinheit dabei. Okay, und dann General. Haben wir hier die zwei. Geht immer auch hier runter. Wir können nicht weiter. Und dann haben wir hier noch Befehle, Befehle, 3, 4. Die Befehle. Lassen wir aber, glaube ich, mal zur Garnison in Campus Chatilly. Ich hätte jetzt nur gerne gewusst, was ist denn hier drin? Ich sehe das ja nicht. Speichern das mal kurz. Greifen die mal an. Naja, komm, Leute, also wirklich. Ey, willst du mich? Was? What is your motherfucking problem? Vorwärts! Zerstören! Uns! Vorwärts! Häuptling, vorwärts! Vormärz. Sächsischer Kiel. Okay, Häuptling, General. Wohin rennt der denn so? Könnte natürlich sein, dass er gleich wieder versucht, meine Truppen Befehle? Aufzulösen. Befehle? Schauen wir mal. Stoßt vor! So, okay, alles klar. Befehle? Marschieren! Vorwärts. So, und dann können wir dann nächste Runde mal hier diese doofen Rebellen ausschalten. Popularität ist in Ordnung, ist hier sogar jetzt gerade sehr gut. Fortbildung machen wir natürlich. Und dann können wir uns mal überlegen, ob wir die Alemannen angreifen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir noch ein bisschen gute Infanterietruppen aufstellen.
Und wir brauchen noch mehr. Wir brauchen mehr Militäreinheiten momentan. Okay. Wir haben immer noch unseren Spion hier drin. Und wir machen mal die nächste Runde. Wir können nicht weiter. Aha. Okay. Schauen wir uns mal den Rundenbericht an. Ja, die Ausgaben waren jetzt ziemlich hoch. Also wir haben bestochen, Söldner gekauft ohne Ende und so weiter. Aber das ist eigentlich noch in Ordnung. Das können wir ja mal rausrechnen. Problem ist halt, durch die Stadtbelagerung haben wir auch weniger Geld eingenommen, aber das sollten wir jetzt nächste Runde ja beseitigt haben. So, dann wird Harjulfus volljährig. Und wo ist er? Ein Händler ist er, aha. Ich glaube, dann kann der auch da in Augusta Treverorum mal bleiben. Erstmal zumindest. Und bauen direkt nur eine Runde Elite-Axtkämpfer. Die sind ja echt billig, die Leute. Okay. Dann Baubericht. Campus Frisi, Versammlungshalle. Bilden wir mal die Einheiten fort und machen wir mal die Taverne. Und dann Chatti, haben wir die Einpfählung fertig. Dann machen wir jetzt die Versammlungshalle. So, es schwindet unser Geld schon dahin. Ja, wir haben eine ganze Menge Zeug gebaut. Sassaniden und Oströmer sind jetzt im Krieg. Okay, und okay, Oströmer und Weströmer haben ein Bündnis gebrochen. Ist ja witzig. So, befreien wir die Stadt, würde ich sagen. Mann. Full Stack. Oh, scheiße. Hunde von Kulan. Was sind das für Typen? Schlachtruf verbessert den Angriff, beherrscht Berserkerangriff, kann schwimmen, effektiv gegen Panzerung, Kampfbonus in Wäldern oder Schnee, verängstigen feindliche Infanterie, ausgezeichneter Kampfgeist. Naja, zum Glück hat er davon nur 3 Stück in der Armee, ne? Oh, scheiße. Dann hat er hier Gallow Glasses. Schlachtruf verbessert den Angriff, Kampfbonus in Wäldern oder Schnee, kann nur für Forschung wieder Kampfgeist beherrschen. Und dann noch einen schottischen Wagen. Spezialangriff, Kampfbonus im Schnee, kann ohne Befehle vorstürmen, schnelle Fortbewegung. 3 Generäle, Steinschleuderer, die sind nix. Piktische Speerträger, also die schaffen wir easy. Hier die Leute sind ein Problem und die Leute sind ein Problem. Und jetzt gucken wir uns mal, nehmen wir uns noch ganz kurz die Zeit und schauen uns das mal an. Also, schauen wir mal ganz kurz. Die Kelten sind ein Volk mit einer stolzen Tradition in der Kriegsführung. Zu ihren Gewohnheiten, die bisher überlebt haben, gehört, dass sie auf Wagen in die Schlacht fahren. Sie gehören zu den letzten Europäern, die auf diese Art und Weise kämpfen. Für die Gegner, die sie wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen haben, sind sie schnell, laut und furchterregend. Der traditionelle keltische Wagen kann mit vielen verschiedenen Terrains fertig werden, oftmals zur bösen Überraschung ihrer Gegner. Die Besatzung muss Die Besatzung muss konzertiert handeln, also alle zusammen, ne? Ein Fahrer muss das bockende Fahrzeug unter Kontrolle behalten, während die Passagiere Wurfspeere schleudern. Wenn ein Gegner hierdurch nicht in Panik gerät, kann er sogar gegen ihn anstürmen. Auch wenn die Wagen besser eingesetzt werden, um bereits fliehende Gegner zu verfolgen und zu zerstören. In einem längeren Kampf werden die Wagen unvermeidlich im Nachteil sein, da sie nur leicht gepanzert sind. Rüstung 0, 1, Schild 0, Trefferpunkte 2, Defensive 1. Ja, dann müssen wir da vielleicht mal mit dem Bogenschützen draufzimmern. Okay, und dann müssen wir hier bei diesen Hunden von Kulan müssen wir aufpassen. Natürlich mit den schwer gepanzerten Einheiten, wie beispielsweise den Gralsrittern. Ich glaube, die zerficken die dann komplett. Hunde von Kulan sind sehr gefährliche Männer, sie sind Berserker. Durch die wiederholten Strapazen der Schlacht, ihr starkes Gebräu oder die potenten Tränke der Druiden werden sie zu unermüdlichen, blutlüstigen Wesen. Sie müssen sich in den richtigen Geisteszustand versetzen, auch wenn einige Stimulantia bevorzugen, um den Tötungswahn zu fördern. Sobald sie sich in einen Zustand des blinden Zorns versetzt haben, greifen die Hunde von Kulan jeden in ihrer Nähe an.
Sie fühlen keine Schmerzen oder Furcht. Sie haben keinerlei Verständnis und Konzept von, keinerlei Verständnis von Konzepten wie Gnade oder Zurückhaltung. Sobald sich der rote Nebel auf ihr Blickfeld niedergelassen hat, sind sie nicht mehr zu stoppen. Sie kämpfen normalerweise ohne Rüstung und gelegentlich auch ohne Waffen, indem sie sich auf Gegner schleudern und versuchen, sie zu beißen. Mhm. Rüstung 0, Schild 0, also auch eigentlich ganz gut für die, eigentlich auch ganz gut für die Bogenschützen. Ja gut, die kennen wir ja. Okay, gut, und der Rest, der ist mir eigentlich geläufig. Dann greifen wir mal an, würde ich sagen. Wobei, komm. Ich will nicht alle Bauern verlieren. Machen wir so.